얘기를 쉬어야 되나. Ich habe es heute gesagt, ich glaube, das ist auch das genau, was ich denke. Köln ist irgendwie das Herzschlag des Westens Deutschlands, das muss man sagen. Hier ist Stimmung Pflicht, Verzeihung ein Talent und auf jeden Fall das Genuss des Lebens ein Pflicht. Ich glaube, ihr trinkt irgendwie die gleiche Wasser wie die Iren. Also wir sind da genau gleich. Ich freue mich sehr, irgendwie so das... Ich kann es auch laut sagen, das ist das größte Konzert auf dieser Tour und es ist ausverkauft mit 12.000 Menschen. Ich hab nur einen Gedanken gehabt die ganze Zeit und das war halt, jemand kam zu mir und sagte, bist du nervös? Die Frage, die habe ich schon einmal bekommen, halt vorher in meinem Leben, wo ich Nein gesagt habe und das war bei meiner Hochzeit. Ohne Scheiß, an der Tag meiner Hochzeit haben die gefragt, bist du nervös? Und ich habe gesagt, nein. Und ich, warum? Ja, weil es das, was ich will. Und heute ist das, was ich will. Und ich bin nicht nervös. Ich hab gehört, dass, also, ich habe viele Probleme im Moment. Ich habe es gelesen auf Facebook. Ich habe aber die Lösung dafür gefunden, ich habe meine Handy geschottet. Jetzt geht mir blendet gerade. Es ist eine... Ihr habt es gemerkt bei der Schlange da, das ist schon eine Zeit, wo irgendwie... ist es, glaube ich, nicht anders als vorher. Da gab es immer irgendwas, wo wir achten mussten. Und Fakt ist halt irgendwie so, das, was ich nicht abkann, was ich nicht akzeptiere, ist wie das Media manchmal irgendwie so einfach die Filter ausschalten und uns jede Headline nur Angst reinjagen wollten und sagen, dass die Zukunft schlecht ist. Ich sehe die Zukunft vor mir und es ist schön, glaub's mir. Schütze eure Kinder von diesem Scheiß, weil es stimmt alles gar nicht, das ist Bullshit. Wir sind die Zukunft, wir steuern unsere Zukunft und es sieht geil aus! Kölsch nicht gelernt, aber sehr oft verstanden. Normalerweise sehr spät am Abend. Noch an Mengen von diesen kleinen Kölsch-Dinger. Ich habe auch Himmel und Erde. Ein super leckeres Essen, wie man den ganzen Tag schmecken kann. Und dazu passt natürlich perfekt ein Kölsch. Aber ich habe auch vor allem irgendwie so, nicht so weit von hier, eine Frau kennengelernt. Nee, ich habe sie schon geheiratet. Aber Köln war halt der Stadt, und ich lüge nicht, als ich angefangen habe als Musiker, Köln war der Stadt, wo du hin wolltest. Es war nicht Berlin, es war nicht Hamburg, weil hier in Köln hat es gebrummt. Und nicht nur in der Musikindustrie. Die Menschen wissen, wie fein geht, die kennen Rock'n'Roll, die wissen, wie es funktioniert. Und das ist ein besonderer Abend für uns hier heute zu sein, weil wir glauben, es ist die Mitte des Rock'n'Roll in Deutschland. Stimmt das überhaupt? Ich glaube, da gibt es ein paar Düsseldorfer unter euch. Also ich habe ein Liebeslied. Irgendwie kann ich nicht mit euch über Liebe unterhalten. Aber auf jeden Fall habe ich ein Liebeslied geschrieben. Das hat mir ungefähr, glaube ich, mein ganzes Leben gebaut. Auf jeden Fall für diese Frau, die ich liebe, die liebe ich schon seit 17 Jahren. Ich habe sie hier in Deutschland kennengelernt. Ich freue mich besonders, dass sie hier ist heute, dass sie das hören kann. Aber ich liebe sie sehr. This song is for her. This song is called I'm All About You.
einen Straßenmusiker Urlaub. Das heißt, wir gehen mit keinem Geld und spielen Musik auf die Straßen. Und wir sind in Gommersbach. Das heißt Gommersbach, ne? Das heute und zwar. Wir sind in Gommersbach gelandet. Ich habe keine Ahnung, wo das ist, aber wir sind immer mit den U-Bahn und der S-Bahn gefahren. Also wir sind auf jeden Fall auf dem Weg nach Bonn. Da war auch nichts los. Jetzt sind wir nach Köln gekommen. Und wir haben eine irische Kneipe in Köln entdeckt. Frag mich tot, wie das heißt. Also ich kann mich an viele diesen Namen nicht mehr erinnern, aber ich glaube, der Limerick oder der Kenny oder irgendwas so in der Art. Und wir haben den Besitzer, der nicht irisch war, wir haben ihn gefragt, er so, hey, wäre es möglich, wenn wir ein bisschen Musik spielen könnte? Und er sagt, naja, ich kann aber euch nicht bezahlen. Und ich sage, das ist gar kein Problem, wir nehmen halt so Bier umsonst als Gegenleistung. Das war für ihn leider ein ganz schlechtes Geschäft, die wir machen. Aber wie gesagt, das war das erste Mal hier an Straßenmusik und ich würde so gerne viel mehr daran erinnern, aber an Gommersbach habe ich gedacht. Ja. Are you ready for a minute? Yeah!
Ich glaube, die letzte Sprung hat die Familienplanung schon verarscht. Es kann sein, dass ich jetzt umrede. Was für Energie, alte Schwede. Das ist unglaublich. Das, ihr übernimmt uns hier. Ihr seid schon auf die Bühne, ihr weißt es schon, oder? Dieses nächste Lied ist halt ein Lied, wo ich irgendwie so kriege immer die Ansage, dass ich das eigentlich in die heutige Stimmung eigentlich nicht machen sollte oder nicht machen darf. Darf ist das Falsche, mir zu sagen, sage ich jetzt. Das hat meine Mutter auch gelernt. Ich würde so gerne halt irgendwie so, weil ihr seid so viele da hinten und ich kann nur von beiden sehen. Can't stand the silence anymore.